Die Löwe-Medaille 2020 wird Karin Schick und Jürgen Hinderer verliehen. Die erfolgreichen Unternehmer aus dem Landkreis Schwäbisch Hall sind Impulsgeber und großzügige Förderer gleichermaßen. Durch ihr großes persönliches Engagement und dank der Unterstützung der Schickschen Familienstiftung wird aus Zukunftsprojekten im Gesundheitsbereich bei Diakoneo Realität. Gemeinsam mit Karin Schick und Jürgen Hinderer ist es uns im Schwäbisch Halle DIAK gelungen, die Komplementärmedizin, Naturheilkunde und den Bereich der integrativen Onkologie aufzubauen und zu etablieren. Diese enge Zusammenarbeit wird auch durch den persönlichen Austausch sichtbar. Regelmäßig besuchen Frau Schick und Herr Hinderer Frau Dr. Hamann in ihrer Praxis am Klinikum. Was durch die Unterstützung der Stiftung und durch das persönliche Engagement der Familie möglich wurde, ist für Patienten von unschätzbarem Wert. Heute kann dadurch, um nur ein Beispiel zu nennen, die Lebensqualität von Tumorpatienten deutlich erhöht werden. Dieser Mut, sich auch vorausschauend und innovativ auf eine Weiterentwicklung medizinischer Methoden zum Nutzen schwer erkrankter Menschen einzusetzen, ist beispielhaft für unsere Gesellschaft. Ich danke der Familienstiftung sehr herzlich, sicherlich auch im Namen aller Patientinnen und Patienten. Ich bin der Familie Schick ausgesprochen dankbar für ihre finanzielle Unterstützung des Projekts der Komplementärmedizin beim Diakoneo. Das ermöglicht mir, komplementärmedizinisch onkologische Patienten zu begleiten. Das bedeutet, eine Brücke zu schlagen zwischen konventioneller Schulmedizin und wissenschaftlich geprüfter Naturheilkunde. Die Rückmeldung der Patienten ist durchgehend positiv und sie sind sehr dankbar für dieses besondere Setting, in dem ich mir einfach deutlich mehr Zeit für sie nehmen kann, um sie auf ihrem schweren Weg zu begleiten. Und damit das möglich ist, bin ich der Familie Schick ausgesprochen dankbar. Die Komplementärmedizin bedeutet für mich als Patientin, dass ich als Mensch in meiner Gesamtheit wahrgenommen werde und auch behandelt werde, dass ich nicht nur ein Tumor bin, ein ganz spezifisches Krankheitsbild, sondern dass es auch einen Hintergrund gibt, warum es zu dieser Krankheit gekommen ist und dass es auch eine Zukunft gibt und eine Möglichkeit, vielleicht anders mit meinem Leben, mit meinen Kräften umzugehen. Es tut uns total leid, dass wir die Wilhelm-Löwe-Medaille heute Abend nicht persönlich entgegennehmen können. Für uns ist es aber eine sehr große Ehre, diese Auszeichnung entgegennehmen zu dürfen. Und wir freuen uns unheimlich und möchten viele Grüße zu Ihnen nach Nürnberg senden. Ja, und noch viel Spaß heute Abend. Schönen Abend.